ich habe mein Abitur offiziell, ganz offiziell. Kommen wir zu der Quintessenz. Dann wirft man 90% von seinem Leben weg, nur für 10% dann vielleicht so ein bisschen erleben. Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute hat nicht nur dieser Tag gestartet, guten Morgen, sondern auch die To-Dos für meinen Geburtstag starten heute. Ich habe nämlich heute ist Samstag, also Sonntag, am Montag habe ich Geburtstag und am Montag habe ich meine letzte Abi-Prüfung. Also wenn ihr dieses Video seht, ist alles vorbei. Aber ich fange heute an, die Tortenböden zu backen. Ich bin kein Konditor oder ähnliches, ja. Das geht meistens so frei aus der Hand. Also für den Boden habe ich ein grobes Rezept, aber den Rest mache ich immer einfach so, wie ich Lust habe. Also immer, wenn ich anfange, habe ich noch gar keinen Plan, wie es am Ende werden soll. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das lustig, wenn ich euch ein bisschen mitnehme. Weil es kommt meistens auch irgendwann der Punkt, wo ich mir denke, das ist vorbei. Aber ich habe einen groben Plan, wie es aussehen könnte. Aber was reinkommt, weiß ich noch nicht. Wobei ich hatte eine Idee jetzt da, dass ich so mit Schokolade-Banane mäßig das mache. Ich muss ganz nebenbei noch Deutsch lernen. Ja, weil wie gesagt, Montag, Geburtstag und Abi. Ganz tolle Kombi wieder, aber dann ist wenigstens vorbei. Let's get the game started. Übrigens, man beachte unsere Menge an Tomaten. Also es gibt so Caprese-Baguettes unter anderem. Das mit Boden, das ist im Prinzip nichts, außer dass man ihn 10 Minuten lang aufschlägt, also mit den Eiern und sowas. Und deswegen geht er immer schön hoch, keine Ahnung, ob es daran liegt, aber ich mache den eigentlich immer. Meine Oma macht den sogar auch immer. Und meine Schwester auch, weil ich einmal dieses Rezept gefunden habe. Und das ist das Einzige an dieser Torte, was mit Rezept entsteht. Alles andere, ja. Ja, entsteht immer aus meiner Intuition. Ja, schnell eskaliert, würde ich sagen. Das gehört schon so. Also, das sind halt jetzt Eier, die muss man halt jetzt aufschlagen mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Und ja, die Schüssel, ich nehme sonst immer die größere, ich habe gedacht, die reicht. Also, ich habe jetzt hier kurz umdisponiert, ne, in die größere Schüssel, aber selbst die ist total voll. Also, das hätte ich in der Ahnung niemals rumgerührt bekommen und ich muss das jetzt da noch unterheben und dann wird das gebacken. Ich habe noch einen Teig hier probiert und ich muss sagen, bombastisch. Weil ich habe da noch so echte Vanille rein und ich sag's euch, die hat meine Oma mal von La Réunion mitgebracht und oh, göttlich. Er ist richtig gut gelungen. Also ich meine, ja, das ist unspektakulär, ne? Aber können wir bitte drüber reden? Er ist gut aufgegangen. Und das hier ist das Mittelstück. Das sieht sehr unspektakulär aus, aber es schmeckt richtig gut. Einmal vom Boden da ablösen und dann wird er aufgeschnitten. Irgendwie geht das nicht gescheit. Besser, wenn man es einfach so macht mit einem gescheiten Messer und gut ist. Da nämlich so eine, oh, das ist so geil, das ist nämlich so flüssig und ich weiß, das wird fest werden. Oh, hoppla. ups. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Platzproblematik. Wie dem auch sei, ich schneide jetzt hier noch die Bananen, lege die dann da drauf, dann kommt dieses Schoko-Haselnuss-Erzeugnis da drauf. Eine Vanille-Creme-Sahne-Zeug da gemacht. Ja. Rosa Schicht jetzt noch gemacht. Die ist mit Erdbeere und da kommen jetzt gleich noch ein paar frische Erdbeeren rein und dann ist die letzte Cremeschicht sozusagen beendet. Danach muss ich lernen, weil ich habe morgen Abi. Die wird morgen noch dekoriert. Das ist jetzt hier das letzte finale Bild, bevor morgen das nochmal alles glatt gezogen wird und dann halt dekoriert. Ja, also dafür, dass ich am Anfang nicht so eine genaue Ahnung hatte, was ich machen soll, ist es ganz cool geworden. Dann ist morgen mein Geburtstag. Also wenn wir uns das nächste Mal sehen. Guten Morgen. Das Geburtstagskind ist wach. Ich
bin schon ewig wach. Ich habe heute Morgen in aller Herrgottsfrühe noch die Torte fertig gemacht. Ich liebe es, Geburtstag zu haben. Mal kurz noch meine Haare bisschen zusammen gemacht und jetzt gehe ich zum Abi. Das freut mich, ich habe nichts Besseres zu tun an meinem Geburtstag. Ich hoffe einfach nur, dass das alles gut wird, dass ich das weiß, was ich wissen soll. Ich habe schon viel Wissen, aber ich weiß nicht, ob es das richtige Wissen ist und das ist, was ich gleich brauche, beziehungsweise... Wenn du mir das da heute Morgen alles erzählt hattest, ich hatte echt ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Ich wusste ja viel, ich wusste nur nicht, ob es das Richtige ist. Also wenn die jetzt mal zum Expressionismus gefragt hätten, schwierig, aber... Ja, aber ich denke, man so die Zusammenhänge. Oh, die ist lecker. Ich habe mein Abitur offiziell, ganz offiziell. Ich freue mich so. Ich freue mich so sehr. Und jetzt ziehe ich mich um. Ich werde jetzt hier so ein weißes Kleid anziehen. Ich freue mich einfach. Ich bin frei. Und ich habe Geburtstag. So, das ist jetzt hier mein ganz schnelles Outfit. Das ist einfach so ein Kleidchen. Und jetzt kommen in 10 Minuten kommen die Gäste. Yay! Ich bin gestern gar nicht mehr dazu gekommen, mich zu melden, aber der Tag war sehr viel von allem. Also noch mit dem Abi zwischendrin und dann musste ich ja nochmal in die Schule für meine Noten. Das war sehr viel, aber es war auch sehr, sehr schön und ich bin sehr, ich weiß nicht, erfüllt von Dankbarkeit, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich hatte einfach einen super schönen Abend dann noch. Ich bin jetzt in einen neuen Lebensabschnitt ohne Schule starten und ich bin jetzt 19, ich habe jetzt Abitur und jetzt beginnt eine neue Ära. Ich habe mir jetzt Frühstück gemacht und ich habe noch Kuchen von gestern übrig. Es ist schon ein neues Kapitel jetzt, ne? Und ich denke die ganze Zeit, ich muss lernen, by the way. Aber ich muss ja gar nicht mehr lernen. Ich habe jetzt ganz viel Zeit für mich. Ich glaube, das war jetzt die Dose mit. Einfach Butterkekse. Und Schokolade und das, also nicht nur Schokolade, da wird noch irgendwas mit reingemischt, ich weiß nicht genau. Hat meine Oma gemacht. Aber das ist so ein kalter Hund. Was ich auch noch zu gestern sagen wollte, der Tag war im Prinzip geprägt von Torte, Tortellini und Brötchen und so Baguettes. Wir haben so Caprese-Baguette gemacht, also mit Tomate und Mozzarella überbacken. Und vielleicht denkt sich jetzt der eine so, mein Gott, wie kann man das tun? Und in mir selbst ist ein Anteil, der das fast schon für gefährlich hält, aber ich bin heute Morgen ganz normal wieder aufgewacht und ich hatte einen schönen Tag. Und was ich damit sagen will, ist, man darf oder man sollte, man kann ja machen, was man will, sich so besondere Anlässe, vor allem besondere Anlässe, nicht kaputt machen lassen. Aber jetzt kommen wir zu der Quintessenz. Jeder Tag ist im Prinzip ein besonderer Anlass, weil jeder Tag, den man erlebt, und das klingt jetzt fast schon wieder so ein bisschen kalenderspruchmäßig, ist wie so ein Geschenk und man sollte jeden Tag so leben, als ob es der letzte ist, also als ob man Geburtstag hätte und jeden Tag so wertschätzen und kleine Sachen wertschätzen und eben nicht sich denken, naja, ich bin ja dann und dann im Urlaub, bis dahin schiebe ich es auf und so, weil das ist einfach schade, weil dann wirft man 90% von seinem Leben weg, nur für 10% dann vielleicht so ein bisschen erleben zu können, obwohl man dann aber halt gar nicht geübt da drin ist und es hat dann noch schwerer ist, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist jetzt, glaube ich, hier mein Wort zum Dienstag. Wir sehen uns nächste Woche. Folgt mir sehr gerne auf Instagram. Da bin ich ein bisschen mehr vertreten, weil hier sehen wir uns ja nur einmal in der Woche. Wir sehen uns.